Man hört viel davon. Es gibt irgendwelche YouTube-Videos aus den Hinterzimmern, wo man ein bisschen fadenscheinige Dinge auch sieht. Die Rede ist vom Dubai Gold Zug. Aber die wenigsten waren schon selbst dort. Wir haben uns da wieder hingewagt und haben uns das noch einmal angeschaut. Beim letzten Mal waren die Eindrücke etwas, ja, ob jetzt wirklich alles Gold ist, was glänzt, das klären wir hoffentlich heute in diesem Video auf. Viel Spaß mit unserem Ausflug zum Dubai Goldzug. City of Gold. Schon die Sonnenbrille auf. Ja, so redest blendet. Einfach mit Gorkam, dann redet die keiner an. Ich habe damals auch mit niemandem geredet, die sind alle auf mich zugekommen. Ja. Das ist schon echt, schau mal, das ist echt eine Bahn da. Das ist Gold, oder? Das ist alles fake. Ja, so jetzt bist du wieder da. Letztes Mal warst du ein bisschen nervös, aber es ist auch safe und alles vor allem. Ja. Diesmal sind viel mehr Touristen da. Wie wir 2020 im schlimmsten Corona-Jahr da waren nur wir und die Araber. Ja, das und ist das richtig, weil die wohnen ja da. Ja, aber das war voll unheimlich und die wollten dann alle angreifen. In Wirklichkeit wollen da alle was verkaufen da. Ja? Jeder will da so ein Gold-Outfit kaufen an jeder Ecke. Ja, ist das jetzt echt oder fake? Das kann nicht echt sein. Schauen wir mal, was das kostet. Das ist ja kein Modeschmuck. Das ist alles 21 echt. Karat steht da. Möchte nur bitte kurz festhalten, selbst im Goldzug ist ein LED-Wall. Sowas haben 99% aller Shops bei uns nicht. Ja, das stimmt. Du weißt halt ein bisschen Fortschritt. Ja, different. Falls du nach Hause telefonieren musst, ist da der richtige Platz. Das war's schon? Kann mich nicht erinnern, dass das nur so klein ist. Es geht ja da noch weiter. Diese Ganzkörper-Outfits für dich. So. Ja, du, unten drunter. Da ist so eine Chorglocken. Ja. Und das linke zu hell für die Kamera. Da, ich meine, so, das hat ja sicher 10 Kilo, wenn das voll Gold ist. Deswegen glaube ich, dass das allein nicht das, echt ist. Wenn du das umhängst, ja, das wäre schon. Schau, da ist so eine Figur, die du haben willst. Ist ja echt 21 Karat, ja. Der Camel. Oder so die Ringe. Es ist schon echt. Du glaubst es nur nicht. Nein, ich glaube das nicht. Das ist aber alles echt. Schau mal, in jedem Schiff ist alles voll. Das kann niemals echt sein. Sicher ist es echt. So viel Gold gibt es auf der Welt gar nicht. Sicher. Mich würde aber interessieren, was sowas kostet. Glaubst du, ist das günstiger als bei uns? Oder ist der Goldpreis fix auf der ganzen Welt? Ich kenne mich da nicht so aus. Nein, ist schon relativ weltweit, würde ich behaupten. Aber ich finde vor allem das für den Mund ganz super. Stell dir vor, du hättest das um. Vielleicht gibt es auch einen richtig dicht, dass man da dann gar nichts mehr durchhört. Ja, das hätte das kann man gern, in gewissen ja? Momenten dann ja anziehen. Das hätte es gern, ja. Das glaube ich auch. Ja, ist auf jeden Fall eine riesen Attraktion. Und ja, alles so über FaceTime, ob man das jetzt kaufen soll für zu Hause oder nicht. Man weiß nicht. Aber da muss man schon sagen, der Schein trügt. Darüber sind so die alten Häuser. Das ist schon das. Das ist, noch, das ist ein altes Dubai, oder? Also, den haben sie da reinbaut, aber als Touristenattraktion extrem. Ja, deswegen glaube ich, dass da nichts echt ist. Da ist alles echt. Nein, das sage ich. Schau mal, wie abgefuckt da oben also alles ist. Die Taschen, aber das Gold und so, das ist schon echt. Ja, wie aus dem Taxi ausgestiegen bin. Was glaubst du, wenn da jemand Fähiges echt verkauft, da ist Gefängnis nächsten 10 Jahre? Steht ja nirgendwo, dass das echt Gold ist. Jawohl, das glaube ich schon. Wenn da 22 Karat steht, ist es schon echt Gold natürlich. Ich weiß nicht. Skeptisch wie immer. Wir sind, wie ausgestiegen bin, gleich Louis Vuitton und Gucci-Taschen anbrannt worden. Ja, da gehst du dann so ins Hinterzimmer, aber das können wir nicht machen, weil da können wir nicht filmen, das wollen sie. Das haben wir letztens auf YouTube gesehen, da brauchst du eine kleine Kamera, dass es unauffälliger ja. wird. Aber es wäre mal lustig, da gehst du dann so in diese Seitengassen rein und dann kriegst du die richtig tollen Sachen am Boden. Das wollten sie uns damals auch schon anrennen, das kann ich mich noch erinnern. Und da ist man dann wirklich so im alten Teil. Da waren wir schon, da sind wir dann so rumgegangen, so rüber. Kann ich mich erinnern, ja, ja. Da ist es schon aus, also es ist eh nicht so groß eigentlich. Aber da gibt es auch noch ein paar interessante Stores und vielleicht schauen wir da links, rechts einmal. Ja, zu diesem Gewürzzug möchte ich noch. Ja, der ist mehr da drüben. Achso, weil da ist auch ganz frischer. Ja, aber das ist nicht der Zug. Aber da kann man noch so eine Runde gehen und dann gehen wir wieder da zurück. Gehen wir zurück. Mit Bringsel, aber die schauen nicht so schön aus, die gefallen ja, mir nicht. Da waren die beim JBA viel schöner. Da ist besser. Silber, 9,25er Sterling. Siehst du? Ah, Silber, 9,25. Ja, den der ist schön. Der gefällt mir. Ja, weil mir gefällt der Puma extrem gut. How much? 65. 65? And it's expensive.
All color the same or only the white one? Same size, different. 65. Mm. Which one you like? Wood, yeah, the wood was the best. Can I smell one more time? Yeah, I like it. Yeah. How much can you do? This 3 and 12. This one is too expensive. Yeah, if we can do 150, we do all four. Okay. Yeah. Also, jetzt waren wir. Nein, du weißt Silber. Thank you. Jetzt waren wir gerade Rolex shoppen im Hinterzimmer, wie man es aus YouTube kennt. Wir sind so in einem Shop und dann wollen wir eine bessere Uhr, weil es gibt nur beim Schaufenster. Dann gehst du so im zweiten Stock fast so rauf und musst ein bisschen an die Tür klopfen und alles überwacht und so und ja nicht filmen. Aber du hast das sehr tapfer mitgemacht. Ja, aber es gibt alles. Und es gibt Lower Quality, Better Quality, aber der wollte haben 500 Euro zuerst. Und wir haben letztens ein Video gesehen, die zahlen in Wirklichkeit 50, 60 maximal für die gute Qualität. Aber es war eine Automatikuhr mit Saphir, ja, aber er hat es mir neben dem Ohr, also ja. So klingt der Rolex. Und die Schließen waren schlecht, aber sonst muss man sagen, es war ein bisschen too shiny, das Gold. Und der Steel vor allem. Der Stahlband hat viel zu sehr geglänzt. Und die Vollgold, das hat billig ausgeschaut. Das war nicht cool, die Vollgoldene. Ja, wenn man die Donau angeschaut, vollgoldene, grünes Blattl. Und das war das hat ein bisschen okay, wie ein Plastik. Aber sicher nicht für 500 Euro. Ja. Nein, weil also, du kannst mehr. Den Preis sagen. Und dann war ich ganz nervös, weil du die Kamera gehalten hast, dass wir gefilmt haben, aber nicht. Weil es da ist sogar nicht. Extra ein zweiter ja. Mitgefahren, dann im Lift nur für den Weg, dass er uns fragen kann, ob wir eh nicht gefilmt haben, weil ja. Sonst kommt er ins Gefängnis. Aber sehr nett, nicht so bedrängend. Also ja, ist halt Dubai. Ja. Kein Problem, also kann man sich schon anschauen. Aber, gefährlich kaufen war das tun wir natürlich schon. Keine Fake. Gefährlich war das schon. No. No. Ja, ah. Spiel ich. Yes, my wife, ja, ja. Was hat der zu mir gesagt? Shakira? Shakira, ah, upstairs. Ja, first floor, my shop, big shop. Aha. Original. Ah, you don't need to unpack. No, looking is free. No, I don't. It's not for me, you know. Holy yeah, this is your size. Try. If you like, you buy. If you don't, take picture. Show to your family how yeah. Looking with Arabic. Okay, okay. Yeah. But Germany people, they use for carnival this one. And you go to some place in Dubai, use this dress. Can you? Thank you. Ah, yeah. This is Agan, his name. Uh-huh. You must say a Firmino. Original, Loki. Also spätestens jetzt musst du aber wirklich abonnieren, weil wenn der das nicht lustig genug ist, weiß ich auch nicht. But I can't wear it at home. No, you no. Wear it in the carnival. Ah, you no. Go to carnival this. No. Never went to carnival. Das kannst du im Büro anziehen. Come Shakira. Ja, schaut original aus. Ja. Ja, super. Ja, das war's. Also so kannst du es, ja. Weil ich habe schon so viel Zeugs daheim. Was sind, glaubst du, diese blauen Kugeln? Keine Ahnung. Aber von der Hälfte davon, die überlebst du wahrscheinlich nicht, wenn es das isst. Nein, okay, ja, aber nicht. Ja, muss man schon sagen, je weiter man weggeht vom Hauptteil, umso mehr wird es. Ja, aufdringlicher. Sie wollen halt alle was verkaufen mit dem Anzahlschmäh, so, ja, yeah, you can try, you can, oder put it on, you don't have to buy, und dann kommst du rein, so, muss halt hart bleiben. Die meisten Touristen gehen halt so drauf ein und kaufen dann halt irgendwas aus Mitleid. Aber wie du gesagt hast, um quasi den Schal, den Kaschmir-Schal, war um auf einmal ein Zehntel günstiger. Ohne dass wir je verhandelt haben. Den kriegst du wahrscheinlich statt um 80 Euro, schlagt er halt vor, kriegst du ihn wahrscheinlich um 20 maximal. Ja, das war echt ein Witz. Der wollte zuerst über 100 Euro für den Mann. Ja, aber du musst halt immer sagen, ist zu teuer und dann, ja. Ja, und dann kannst du zum Schluss, wenn gar nichts mehr ist, kannst du eintippen, wie viel du zahlen ja, willst. Ja, im Taschenrechner kannst du immer eingeben, wie viel du zahlen willst. Aber bei der Uhr habe ich vorher auch gesagt, würde ich unter 100. Und es ist not possible, aber ich bin mir sicher, es ist possible, weil du hast ein Video gesehen, wo es dann irgendwie 60 Euro war für die bessere Qualität. Aber
würde aber nie eine Fake Rolex kaufen. Abgesehen davon ist es sogar da illegal. Also. Ja, aber wieso hast du es dann überhaupt angeschaut? Ja, als Interesse wollte ich das Hinterzimmer sehen, wie das ist, weil das haben wir erst gesehen. Da kannst das du so wirklich, fast wirklich so in den dritten Stock rauf und gehst so durch zwei Türen anklopfen. Haben wir nicht müssen, aber das wäre sicher gewesen, wenn es in einem anderen Store gewesen wärst. Jetzt gehen wir darüber, da fahren schon die Boterle und schauen wir mal, oder? Gehen wir noch zuerst rauf und holen wir irgendwas zu trinken und einen kleinen Snack irgendwo. Ja, aber ich habe da nichts gesehen, da gibt es nur so arabisches Essen. Ja, schauen wir mal darüber. Man darf ja nicht auf der Straße gehen in Dubai. Ja, tun wir ja eh nicht. Und nur beim Zebrastreifen über die Straße gehen. Ja. Weil sonst zahlst du wie viel? Sowas darf man eigentlich nicht da an der Straße einsteigen. Das ist 100, too dangerous. Nein, nicht 100 Euro, 100 Dirham, fein. Nein, aber 100 Euro ist Strafe nur so über die Straße. Ja, 400 Dirham, ja. Ja, das sind 100 Euro. Beim Einsteigen ist es 100 Dirham. Hat er gesagt? Nein, das, ja, hat er gesagt gestern, der Uber-Driver. Wir dürfen nur am Parkplatz ganz gezielt aussteigen, nicht irgendwo. Ja, das passt eh. Weil das, was der da jetzt gemacht hat, das war schon gefährlich. Aber so läuft es bei uns immer, gell? Liebe Grüße. Das ist halt so, naja, muss man da sagen. Es ist halt old Dubai, ja. Ja, not worth the hype. Ach, schon cool, muss man sich schon anschauen, wenn man noch nie da war. Das schaut so aus, als ob es sicher nach Indien kommt. Glaubst du? Da kommen die ganzen Einwanderer. Würdest du da mitfahren? Nein. Ja, es schaut echt ein bisschen so aus wie so ein... Diese komischen Boote schauen auch nicht besonders stabil aus. Very safe, very safe. Ist gut. Good quality, nicht. Very safe. Ich bin ja seekrank. Ich kann da leider nicht mitfahren. Das ist schon ein krasses Bild eigentlich. Selbst das, da steht ja neue Ware. Ja, da würde, glaube ich, niemals jemand irgendwas nehmen. Wir fahren hin, der Geh war übrigens aufgesperrt. Ja. Der war offen. Ich glaube, du kannst da dir neue Reifen kaufen. Also, wie willst du jetzt tun? Möchtest du fahren? Ja, fahren wir halt mit so einem Holzboot. Schaut es vertrauenswürdig aus? I don't know. Nicht wirklich, nein, aber es fahren sehr viele Touristen. Ja, sonst, wenn wir nämlich da nicht fahren, sind wir eigentlich schon wieder fertig. Wie lange waren wir jetzt da? Zwei Stunden? Nein. Eineinhalb? Nein. Ja, nicht einmal. 16:30 Uhr. Ich glaube, um 14:30 Uhr sind wir angekommen. Nein, ich glaube eher gegen 15 Uhr waren wir erst da, okay. Also von dem her. Okay, dann fahren wir noch mit zum Boot. Ja? Okay. Kommt man dann wieder da her? Das weiß ich nicht. Schauen wir mal. Na, reinkommen das ist sowieso nicht, weil es drei Wochen ausreserviert ist. Aber hoffentlich hat der Hippie-Market offen, weil der ist dahinter. Jetzt muss man natürlich herumgehen, schauen, ob man da überhaupt hinkommt. Ja. Und hoffentlich hat er offen. Da sind wir nämlich extra jetzt her, weil das Sandwich so gut war, dass wir jetzt noch einmal das bestellen müssen. Das muss man mal vorstellen, wir fahren wegen dem Sandwich nochmal extra. Nein, liegt fast am Weg. Schauen wir mal, was machen. Glaubst du, es regnet heute? Ja, irgendwie. In der Wüste? Das habe ich da beim Aufstehen schon gesagt, dass es heute sehr nach Regen ausschaut. Das habe ich gestern behauptet, am Abend. Nein, aber stell dir vor, es kommt heute zum Schütten an, weil es gibt ja ab und zu da in Dubai voll die Überschwemmung. Ja, dann ist das so ein Meter Wasser. Ich glaube, da kommt man nicht herum. Wohl, glaube ich schon. Aber dann kommen wir da sicher auch nicht mehr nach Hause, weil wenn es da regnet, ist sowieso Weltuntergang und dann können die Autos nicht mehr fahren. Dann kannst du in der Wüste halt schlafen. Genau. Ich hoffe. Da ist so ein Hügel und das Dings und da geht man so entlang. Wer weiß. Schauen wir, werden wir gleich sehen. Bauen schon alles ab. Ich glaube, ich zuck aus. Nein, oder das war nicht das. Jetzt hast du es verschrien. Ja, gehen wir schauen. Ich glaube auch, dass da schon nein, groß ist. Schau, das nein, ist da das. Ist er. Da ist er. Okay, jetzt aber ist er offen? Ja. Ja, schaut gut aus. Schaut nach Leuten aus. Schaut nach Leuten aus. Ja. Jetzt habe ich mich schon geschreckt. Das ist was anderes. Ja. Aber das schaut auch nach Market aus. Not ja, das geht schon. Direkt da. Direkt da. Das beste Sandwich in ganz Dubai. Das stimmt. Stimmt wirklich. Ja, ist echt gut. Letztes Mal haben wir nicht mit so viel gerechnet, deswegen fühlen wir es heute ganz. Aber das ist das beste Egg und Ham, Truthahn, irgendwas. Nein, da ist Truthahn drin. Trüffel. Was ist das? Chicken? Das ist Fried Chicken Sandwich. Also Milk. Milky by Gossip, das ist ein Emirati Brand, steht da übrigens oben. Also,
würde geben 9,5, habe ich letztes Mal schon gegeben. Ich gebe 9,8. Mahlzeit. Zum Glück haben wir nicht so ein Gewürz gegessen am Goldzug, sondern doch noch einmal das Sandwich wie aus einem der letzten Vlogs. In dem Sinne, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal.